Willkommen bei der Anleitung zum Entlüften von SRAM E-Tab Access HRD-Bremsen. Sie benötigen übliches Werkzeug für die Fahrradwartung sowie einige Spezialwerkzeuge und spezielles Material. Eine Liste aller benötigten Werkzeuge und Materialien finden Sie in der Videobeschreibung unter dem Video. Für mehr Informationen besuchen Sie sram.com/service. Um sich das Verfahren zum Kürzen der Leitungen anzusehen, klicken Sie auf den Link oben rechts oder unten in der Videobeschreibung. SRAM empfiehlt, die Bremsen mindestens einmal jährlich zu entlüften, um eine optimale Bremsleistung zu gewährleisten. Wenn Sie viel oder in anspruchsvollem Gelände fahren, das starkes Bremsen erfordert, sollten Sie die Bremsen häufiger entlüften. Identifizieren Sie den Typ des Bleeding Edge Stutzens für Ihren Bremssattel. Für Bremssättel mit einer Gummiabdeckung am Entlüftungsstutzen wird der Bleeding Edge Adapter verwendet. Für Bremssättel mit einer Entlüftungsstutzenschraube wird der Spritzenadapter mit Gewinde verwendet. Fahren Sie mit dem Abschnitt Anleitung zum Entlüften der Bremse für Ihren Bremssatteltyp fort. Um eine Spritze für den Bremssattel vorzubereiten, schrauben Sie die Bleeding Edge Adapter Baugruppe auf einen der Spritzenkolben. Für Entlüftungsstutzen mit Gewinde bereiten Sie eine Spritze mit einem Spritzenadapter mit Gewinde vor. Um eine Spritze für den Bremshebel vorzubereiten, schrauben Sie die Entlüftungsklemmenbaugruppe mit einem Spritzenadapter mit Gewinde auf einen der Spritzenkolben. Füllen Sie die Spritze für den Bremssattel mit einer geringen Menge DOT 4 oder 5.1 Bremsflüssigkeit. Verwenden Sie kein Mineralöl. Befüllen Sie die Spritze für den Bremshebel ca. zu 3/4 mit DOT-Bremsflüssigkeit. Halten Sie die Spritze aufrecht und schieben Sie den Kolben vor, um die Bremsflüssigkeit in der Leitung in den Spritzenkörper zu ziehen. Decken Sie die Spitze mit einem Werkstatttuch ab und schieben Sie den Spritzenkolben gerade weit genug vor, dass mögliche Luftblasen entfernt werden. Die Spritze sollte weiterhin annähernd zu 3/4 gefüllt sein. Schließen Sie die Klemme der Spritze. Wiederholen Sie das Verfahren für die Spritze für den Bremssattel. Bauen Sie das Laufrad gemäß den Anweisungen des Laufradherstellers aus dem Fahrrad aus. Bremsflüssigkeit darf nicht in Kontakt mit Bremsbelägen oder Scheiben geraten. Mit Bremsflüssigkeit verunreinigte Bremsbeläge oder Scheiben können die Bremsleistung beeinträchtigen. Klappen Sie die Hebelmanschette zurück. Für Bremshebel mit Druckpunkteinstellung drehen Sie den Druckpunkteinsteller mit einem 5 mm Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, bis er am Sprengring sitzt. Drehen Sie den Druckpunkteinsteller nicht mit Gewalt über den Anschlagpunkt hinaus. Dies kann die Bremskomponenten beschädigen. Wenn Sie einen Aerohebel entlüften, bauen Sie den Bremshebel vom Aerolenker ab. Entfernen Sie mit einem T10 Torx-Schlüssel die Entlüftungsschraube vom Bremshebel. Daraufhin tropft Bremsflüssigkeit aus dem Entlüftungsstutzen. Wischen Sie sämtliche Bremsflüssigkeit, die aus dem Entlüftungsstutzen tropft, mit Wasser und einem Werkstatttuch ab. Schrauben Sie die zu 3/4 gefüllte Spritze in den Entlüftungsstutzen am Bremshebel. Entfernen Sie den E-Clip. Entfernen Sie die Bremsbelagbefestigungsschraube mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel. Entfernen Sie die Beläge vom Bremssattel. Wenn die Beläge abgenutzt sind, drücken Sie die Kolben mit einem Belagspreizer oder Reifenheber zurück in den Bremssattel, bevor Sie den Entlüftungsblock anbringen. Setzen Sie den Entlüftungsblock ein und bringen Sie die Bremsbelagbefestigungsschraube wieder an. Entfernen Sie für Bremssättel mit Bleeding Edge Adapteranschluss die Abdeckung des Entlüftungsstutzens. Lösen Sie das Ventil des Entlüftungsstutzens mit einem 4 mm Inbusschlüssel um eine Viertelumdrehung und ziehen Sie dann den Entlüftungsstutzen wieder leicht fest. Stecken Sie die Spritze mit dem Bleeding Edge Adapter in den Entlüftungsstutzen. Drücken Sie sie in den Entlüftungsstutzen, bis der Adapter hörbar einrastet. Drehen Sie den Bleeding Edge Adapter um eine vollständige Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn, um das System zu öffnen. Drehen Sie maximal 2 volle Umdrehungen. Für Entlüftungsstutzen mit Gewinde entfernen Sie mit einem T10 Torx-Schlüssel die Entlüftungsschraube. Schrauben Sie die zweite Spritze in den Entlüftungsstutzen. Drücken Sie mit der Spritze am Bremssattel keine Bremsflüssigkeit in den Bremssattel. Übermäßiger Druck durch die Bremsflüssigkeit kann dazu führen, dass sich der Bleeding Edge Spritzenadapter vom Bremssattel löst. Verwenden Sie die Spritze am Hebel, um Bremsflüssigkeit durch das System zu pumpen. Öffnen Sie die Klemme an der Spritze am Bremshebel. Halten Sie die Spritze senkrecht.
Drücken Sie den Kolben vorsichtig nach unten und hören Sie auf zu drücken, bevor die gesamte Flüssigkeit aus der Spritze gedrückt ist. Die Spritze und der Bremssattel füllen sich mit Bremsflüssigkeit. Wenn die Bremsflüssigkeit in der Spritze am Bremssattel verfärbt ist, drücken Sie weiter, um die gesamte Flüssigkeit aus dem System zu drücken. Füllen Sie neues Öl in beide Spritzen und beginnen Sie mit dem Entlüftungsverfahren noch einmal von vorn. In der Bremsflüssigkeit von neuen Systemen kann etwas Montagefett vorhanden sein. Das Montagefett kann wie Schwebstoffe in der Bremsflüssigkeit aussehen. Es wirkt sich nicht auf die Leistung des Bremssystems aus. Halten Sie die Spritze am Bremssattel senkrecht, während Sie den Spritzenkolben am Hebel langsam nach oben ziehen, um Bremsflüssigkeit aus der Spritze und dem Bremssattel zu ziehen. Drücken Sie mit der Spritze am Bremssattel keine Bremsflüssigkeit in den Bremssattel. Stoppen Sie, bevor Luft in das Leitungsrohr am Bremssattel eintritt. Wiederholen Sie nach Bedarf die Schritte 2 und 3, bis nur noch eine geringe Menge Blasen zu sehen ist. Drehen Sie den Bleeding Edge Adapter bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, um das System zu schließen. Entfernen Sie die Spritze mit dem Bleeding Edge Adapter vom Entlüftungsstutzen, indem Sie den Bleeding Edge Adapter gerade vom Bremssattel abziehen. Achten Sie darauf, den Bleeding Edge Adapter beim Abziehen nicht zu drehen. Ziehen Sie mit einem 4 mm Inbusschlüssel den Entlüftungsstutzen mit 1,6 Newtonmeter fest. Für Entlüftungsstutzen mit Gewinde schrauben Sie die Spritze vom Bremssattel ab. Ziehen Sie die Entlüftungsschraube mit einem T10 Torx-Schlüssel fest. Ziehen Sie den Hebel 3 bis 5 Mal und lassen Sie ihn wieder los. Halten Sie dann die Spritze am Bremshebel senkrecht. Ziehen Sie den Kolben kräftig nach oben, um Unterdruck zu erzeugen, und schieben Sie ihn dann vor, um das System mit Druck zu beaufschlagen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, bis nur noch wenige Blasen aus dem System austreten. Drücken Sie den Kolben am Bremshebel etwas vor und lassen Sie ihn wieder los, um das System auszugleichen. Schließen Sie die Klemme an der Spritze am Bremshebel. Entfernen Sie die Spritze am Bremshebel vom Entlüftungsstutzen. Wischen Sie sämtliche Bremsflüssigkeit, die aus dem Entlüftungsstutzen tropft, mit Wasser und einem Werkstatttuch ab. Ziehen Sie mit einem T10 Torx-Schlüssel die Entlüftungsschraube mit 1,6 Newtonmeter fest. Wischen Sie sämtliche Bremsflüssigkeit, die aus dem Entlüftungsstutzen tropft, mit Wasser und einem Werkstatttuch ab. Sprühen Sie Wasser auf den Schaltbremshebel und den Bremssattel und reinigen Sie die Komponenten mit einem Werkstatttuch. Entfernen Sie die Bremsbelagbefestigungsschraube. Entfernen Sie den Entlüftungsblock. Setzen Sie die Bremsbeläge in den Bremssattel ein. Bringen Sie die Bremsbelagbefestigungsschraube und dann den E-Clip an. Bauen Sie das Laufrad gemäß den Anweisungen des Laufradherstellers ein. Für Aerohebel montieren Sie den Bremshebel am Aerolenker. Ziehen Sie den Hebel mehrmals leicht und lassen Sie ihn wieder los, um die Bremssattelkolben auszurichten. Beim ersten Ziehen des Hebels berührt der Hebel den Lenker, während die Kolben ausgerichtet werden. Das ist normal. Innere und äußere Bremssattelkolben werden möglicherweise nicht mit derselben Geschwindigkeit ausgerichtet. Das ist ebenfalls normal. Überprüfen Sie, dass die Bremsbeläge auf beiden Seiten denselben Abstand zur Bremsscheibe aufweisen. Sind die Abstände unterschiedlich, lösen Sie die Bremssattelschrauben, richten Sie den Bremssattel an der Bremsscheibe aus und ziehen Sie die Schrauben mit 5 Newtonmeter an. Damit ist das Verfahren zur Entlüftung der SRAM E-Tab Access HRD-Bremsen abgeschlossen.